So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Und ja, die Spinnen sind soweit und wir gucken mal, ob wir Level 30 hinkriegen. Ich weiß nicht, ob das reicht, ich schätze es mal. Versuchen können wir es alle mal, so probieren wir gerade mal. Und die, da ist ein Skelett drin, das war wegen der Dunkelheit drin. Wie kann das da drin spawnen? Die spawnen doch nicht auf Wasser, ist das auf dem Spawner gespawnt? Also als du die da Block zählt, okay. Dieses Schwert brauchen diesmal nicht, nein. Und okay, dann gleich standardmäßig wieder alles abfarmen. Ich nehme wieder meine Melönchen, box dann mit den Spinnen in die Beinchen oder breche in die Beinchen. So, die sammeln sich jetzt hier schön alle genüsslich. Und die dürfte ich jetzt am alle. Ja, kriege ich alle, wunderbar. So. Und stelle mich durch die Ecke. Man sieht sie schon am EP-Level, das geht stark nach oben. 23, ich weiß nicht, ob die 30 kriegen. Es könnte eng werden. Ich habe hier, keine Ahnung, stand ich jetzt auf keine Stunde oder so. Was sagen so die Mobs an sich? Ja, okay, ja, begrenzt, geht. So viele sind es jetzt auch wieder nicht. Die müssen sich erstmal sammeln. So, Spinnen, sammelt euch mal. Und zwar alle auf einen Batzen, wenn es geht. Ich kann nicht mal oben drauf springen. So, und dann alles, was sich jetzt hier spinnig aussieht und sich bewegt, die backen sich da durch. Aber da kann ich die nicht schaden. Lol. Nicht schlecht. 26, ich brauche nur noch bis 30, dann hätten wir unser Tagesziel erfüllt. Okay, wir schießen wahrscheinlich wieder einen kleinen Tick drüber. Ich brauche nur bis 30. Okay, wir haben es gepackt. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, wir haben es gepackt. Level 30 hätten wir. Ich weiß, ich bräuchte einen Potion of Farming. Den haue ich demnächst auch mal hier, glaube ich, rein. Also, dass ich einfach einen crafte oder braue und mir den hier reinstelle. Das passt aber perfekt von der Menge her. Moment, so, jetzt sitze ich gerade. Das passt perfekt von der Menge her, nicht zu viel. Allgemein, genau Level 30. Okay, ein bisschen drüber, aber an sich nicht schlecht. Oh, ups, da kommt ja noch was. 31, 32, okay, 32. Gut, ist verkraftbar, ist vertretbar. Dann standardmäßig die ganzen Strings und Schrott und so kommt hier rein. Das wäre schon gewesen. Jo, das war's schon. Und dann gehen wir einfach mal da noch wieder raus und enchanten, das heißt wieder Dia-Spitzhacke machen. Ich brauche meine ganzen Diamanten in Spitzhacken, aber ja, was willst du denn sonst machen, sonst gammeln sie da rum und Rüstung, Dia-Rüstung finde ich, hey komm, brauchst du nicht zwangsläufig im LP, da kriege ich ja gar nichts mehr down. Mit Dia-Rüstung kannst du auch fast alles machen, bitte, weil die so overpowered, am besten noch verzauberte Dia-Rüstung, damit wir es richtig übertreiben und zwar auf jedes Rüstungsstück noch eine 30-Enchantung drauf, dann hast du echt hier erstmal vorgelegt. Dann creakt dich nix down, da kannst du auch gegen Creeper mit Fäusten aufnehmen und zwar die ganze Zeit. So, es ist dunkel mal wieder. Ups. Ich brauche nur eine Tür zum rausgehen. So. Und ja, oh, verdammt. Das ist ein Kaktus. Nee, das war eine Spinne und da hinten ist ein Creeper. Ich habe ab. Und zwar ins Ding ins Haus. Dum. Oh, sieh mal an, die Reisenden sind angekommen. Da sind auch schon zwei Villager. Sehr schön. Die haben da wohl vorbeigeschaut und sind dann hier gelandet. Sieht gut aus. Dann könnten wir doch mal diesen Tag-Nacht-Sensor machen. Ich weiß immer nicht, wie man Redstone-Lampen craftet. Verdammt, hätte ich nachgucken können in der Pause, aber... Doch nicht. So. Okay. Ah, da sind die Villager. Wir haben einen Bücher-Dingens. Ach, die werden sich hier, glaube ich, auch ein bisschen vermehren. Kann das sein? Ich lasse sie erst nochmal da drin, bis ich dann hier das baue. Tag-Nacht-Sensor allgemein. So. Wie baut man Redstone-Lampen? Das müsst ihr jetzt eigentlich schon fast nochmal wissen. Den Sensor an sich wollte ich da hinten einbauen, in diese Stelle irgendwo da. So ein bisschen unscheinbar, aber da müssen wir mal gucken. Ich hoffe mal, der funktioniert übrigens noch bei dem Update oder bei der Version. Ich habe hier nur eine alte Version. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es scheiße. Was auch scheiße ist, sind diese ganzen Creeper die ganze Zeit. Ups. Ja, da guckst du, gell? Da guckst du, was... Oh, ich schieße ganz auf den Kaktus. Was sich da angeschossen hat. Nix da. Kommst mir nicht näher. Ja, so gut bin ich in Shooter noch, dass ich lächerliche Creeper treffe mit einem Bogen. Ah, ja, schön. So. Die Zone ist wiederum Creeper-frei. Und ich gehe da mal hin und schaffe noch ein klein wenig Platz, weil hier irgendwo, denke ich mal, will ich das machen. Hier ist nämlich, ich sag jetzt mal, Raum, den ich an sich so nicht brauche. Und da kann ich ja dann das Teil hinsetzen, eventuell die einfach noch ein bisschen auch Platz schaffen. Hier, guck mal, liegt noch so viel Sand allgemein rum. Also unnötig, da kann man viel Platz draus machen, deshalb baue ich das Ganze nochmal ab.
bin überlegen, Redstone Lampen. Ich habe keinen Plan, wie das Rezept ist. Muss ich gleich nachgucken und dann, ja, vielleicht einen Cut machen oder so. Oder am Ende der Folge. Ich bereite das Ganze einfach erstmal ein bisschen vor. Zumindest das kleine Häuschen kann ich schon mal bauen. Moment. Dauert ein Weilchen, bis ich Platz gemacht habe. Ich denke mal, ja, so in dem Bereich hier. Oder soll ich noch eins weiter reingehen? Noch ein Stück weiter von der Wand? Ich glaube, ja, eins kann man noch weitergehen. Genauso wie wir hinter der Melonenfarm noch von der Wand einen Block weiter abbauen können. Finde ich jedenfalls. Da hätte man noch ein bisschen mehr Platz. Man, ja, dass man nochmal drum rumlaufen kann, auch wenn man es eigentlich gar nicht braucht. Aber trotzdem, da hätte ich gern auch noch ein bisschen mehr Platz. Deshalb grabe ich das dann gleich mit weg. Und den Boden, den muss ich auch wieder angleichen mit Sand am besten. Schauen wir mal. So, die Reihe haben wir fertig. Und jetzt noch hinter dem Melonenhaus. Wo? Bong, bong, bong. Ich spring rum wie ein Gummibär. Habt ihr das auch früher mal geschaut? Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Als ich früher so ein kleiner Stöpsel war, habe ich mal in die Gummibärenbande geschaut. Kennt überhaupt noch jemand? Lief damals auf Super RTL. Ja, damals, als ich noch Fernsehen geschaut habe. Ich schaue schon seit Ewigkeiten, kennst du mir, also 5 Jahren. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht im Fernsehen. Ist aber völlig Wurst, weil der Hino-Schrott kommt meistens. So. Hier eventuell dachte ich mir, dass man an der Wand... Mal gucken, was ist schneller, die Schaufel oder Spitzhacke? Gleich, in etwa gleich. In etwa gleich schnell. Naja, gut. So, hier hinten kommt das NPC-Häuschen hin. Moment, Moment. Machen wir das ein Drecks-NPC-Haus oder machen wir das ein vernünftiges NPC-Haus? Das ist jetzt die Frage. Soll das gut aussehen oder soll das ist mir egal aussehen? Ich könnte es ja... Ja, wie machen wir es denn jetzt? Komm, ich mache ein vernünftiges. Und als Material nehme ich schon mal hier ein bisschen was von dem Cobblestone raus, weil ich gerade den Cobblestone einstecken habe. Moment, gehe einfach hier durch und sammle hier die Steine ein. Und mix das ein bisschen mit Holz und dann gucken wir mal. Sollte das nicht allzu schlecht aussehen? Warum kann ich nicht weitergehen? Habe ich irgendwo gehangen? Egal. So. Häuschen an exakto diese Stelle hier irgendwie. Komm, kriegen wir hin. Auf der einen Seite hätten wir dann... Die Wand, wo man nicht sieht, brauchen wir auch nicht machen. So. Kurz überlegen. Wie machen wir es am besten? Schon mal 3 Blöcke breit, das ist klar. Und nach vorne geht es einen kleinen Tick. Die Frage ist jetzt nur, will ich noch eben mal das machen? Soll es vom Grundstein her so aussehen? Oder soll es nur an den Ecken so aussehen? Ihr fragt mich Sachen hier, Leute. Also auch wenn das auch so. Das so als Häuschen. So. Beziehungsweise das Holz kann ich gleich schon wieder abbauen, weil hier kommt jetzt Stein hin. Genau, in die Ecken mache ich mal aus Stein und die Wände mache ich mal aus normalem Holz. So, hier steht der NPC. Dann ist, also auf der Druckplatte. Dann ist die Türe zu, hier ist die Tür, dann ist hier eins Platz und hier ist die Treppe. Das heißt, da nochmal eins hin. Okay. Ich freue mich, ich habe das noch im Kopf, nicht, dass ich mich jetzt hier verbaue. Das ist ein bisschen arg blöd. Ach was, experimentier mal ein Ründchen. Sparks Experimentierstunde mit Redstone-technischen Schaltungen. Ach ja, viele fragen immer nach Let's Build oder sowas in der Art, aber das... Nee, komm, waren schon so viele Let's Build, das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel dann. Also finde ich jedenfalls. Eine Treppe, die kommt dann an exakt diese Stelle hier. Ich mache das Bild dann gleich ganz einheitlich. Das heißt, hier tue ich auch mal Holz hin, auch wenn es Verschwendung wäre, wir es eigentlich gar nicht bräuchten. Zack, zack, zack. So, dann kommt da eine Tür hin, oder? Ja, da eine Tür. Eine Türe. Habe ich eine Crafting-Box da vorne irgendwo? Bestimmt fliegt da irgendwann noch eine Türe rum. Dann brauche ich noch das Dach. Und vor allem, ich muss den NPC erstmal reinkriegen. Ah. Jetzt die Frage. Wie wäre es denn? NPC allgemein. Sollte ich die nicht vielleicht erstmal hier ins Haus zum Beispiel reinlassen? Ins Bauernhaus, dass ich die das Bauernhaus hier bewohnen lasse. Und dann, sobald die ein Kind haben, dass ich dann erst allgemein die da einen da reinschiebt, sodass ich immer noch 2 hier habe, die dann wiederum hier neue Kinder kriegen könnten, theoretisch. Ich glaube, das wäre sogar strategischer ein bisschen besser. Und ja, für die Zwischenzeit mache ich so, dass ich hier... Nein, ich will nicht tauschen.
dass ich es hier einmal den da reinschiebe. Kommt das jetzt ab sofort dein Haus? Hast du verstanden? Wo ist dein Haus? Tür zu. Gut, fühl dich gefälligst wohl. Aber ich glaube, bei denen ist das vom Häuserverstand her so, dass hier drüber ein Block sein muss. Also da. So, dass jetzt erst das Haus anerkannt wird. Und, ja, jetzt ist das Haus anerkannt. Jetzt laufen sie rein. So, das ist also eure neue Wohnung. Eure neue Wohnung. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich gehe ein bisschen rum, leuchte erstmal ein Fackeln aus. Hoffe mal, dass die einen kleinen Villager bringen. Und sobald der Kleine da ist, schieben wir einen da rein. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Schaltung dann nebenbei auch noch machen. Die gucken sich ja ein bisschen im Haus um, freuen sich da ein bisschen. Ich gucke dann einfach jetzt gerade mal. Jo, wie die Redstone-Lampen gehen. Ich wollte so ein Redstone... Nein, sage ich nicht. Redstone-Lampen, nicht... Ihr wisst schon. Gut, so, dann tschüssen.